Hallo, mein Name ist Miriam Schleipen. Ich komme aus Karlsruhe, bin 1983 in Karlsruhe geboren, habe in Karlsruhe Informatik studiert, habe in der Informatik promoviert, alles mit einem starken Bezug zum Maschinenbau. Bin seit 2005 am Fraunhofer IUSB in Karlsruhe tätig und seit 2009 dort als Gruppenleiterin. Ja, ich heiße Olaf Sauer, komme eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, bin zum Studium hier nach Karlsruhe gekommen, habe Wirtschaftsingenieur studiert, dann war ich eine Zeit lang in Berlin am Fraunhofer IPK, dann bin ich zu Bombardier gegangen, habe 4 Jahre lang bei Bombardier Transportation gearbeitet, hatte 3 Jahre lang eine eigene Firma und bin jetzt seit 2004 am Fraunhofer IUSB. Wir sind eigentlich überzeugt von dem Potenzial der Region, das sich aus der Verbindung zwischen Informationstechnik und Produktion ergibt. Wobei jetzt für uns die Technologieregion schon weiter gefasst ist als nur die Technologieregion, wie sie definitionsgemäß besteht. Denn unsere Kunden kommen aus dem Maschinenbau und aus der Automobilindustrie und da ist Baden-Württemberg eigentlich das ideale Anwendungsfeld. Na, außer der Verbindung zwischen Produktion und Informationstechnik haben wir hier in Karlsruhe eine sehr gute Forschungslandschaft aus KIT mit dem Forschungszentrum Informatik, 3 Fraunhofer-Instituten und auch einer guten Vernetzung mit den Verbänden und der Industrie. Die Planung und Konzeption von Produktionsanlagen ist heute in der Praxis sehr komplex, wird häufig manuell durchgeführt und ist daher auch fehleranfällig. Das Ganze wollen wir automatisieren und damit eben auch größere Aufwände einsparen. Dabei ist die Idee des Plug and Work das, was Neo an unserer Idee ist, nämlich, dass man einfach sowas schafft wie USB für die Produktion. Das heißt, ich komme, ich habe einen Stecker, eine Produktionsanlagenkomponente, stecke die rein und kann die direkt benutzen. Und das Ganze muss unterstützt werden durch Standards. Das Ganze muss mit der IT in die Produktion gebracht werden, um so die Produktion intelligenter zu machen im Sinne einer Industriefindung. Ja, angefangen hat alles mit einer interdisziplinären Idee, denn ich bin eigentlich von Hause aus Fabrikplaner. Und wir wussten, dass man in der digitalen Fabrik, also während der Planung einer Fabrik, die Informationen in Systemen ablegt, die man braucht, um so eine Fabrik zu planen. Und dann haben wir uns gefragt, wie bekommen wir eigentlich die Daten, die in dieser digitalen Fabrik abgelegt sind, raus, um sie zur Konfiguration von IT-Systemen für den operativen Betrieb einer Fabrik zu nutzen. Und das war eigentlich der Anfang dieser interdisziplinären Idee. Bei unserer Idee ist es ein bisschen so wie bei einem Marathon. Erst gilt es, die Grundlagen zu schaffen, um das Ganze dann beim Wettkampf auch auf die Straße bringen zu können. Und die Grundlagen sind jetzt geschaffen. Das Ganze muss jetzt aber in die Breite getragen werden, in die Praxis. Und dafür ist Karlsruhe das ideale Pflaster mit den ganzen kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber auch den großen Unternehmen im Bereich der IT, aber auch der Produktion. Unsere Idee hat darüber hinaus das Potenzial, zu einem der Standards für Industrie 4.0 zu werden. Denn Industrie 4.0 funktioniert ja nur, wenn alle Partner in der Produktion die gleiche Sprache sprechen. Das heißt, nennt man im Fachjargon, interoperabel sind. Und da wir nur offene und verfügbare Standards nutzen, also hier keine Standards neu erfinden, ist es ganz besonders geeignet, um Industrie 4.0 zu unterstützen.